Hallo meine lieben Zuschauer und willkommen zu einer Runde Battlefield 4. Eine kommentierte Runde, mit am Start natürlich der Tiva. Genau, hallo. Ja. Wir spielen hier Battlefield 4, in der Beta. Ja, Battlefield 4 Beta, aber Domination, also die kleine Version, also eigentlich die Close Quarters Version von... Von Conquest. Ja, ja, oder von der Beta meine ich, so gesehen. Ja. Und ich spiele hier mit einer DMR, der RFB. Ich dachte, das mal so speziell. Ja, yes, und ich komme ja die. Doch, ich komme die Barrett. Ich komme mir die Barrett, Okay, trifft überhaupt nichts, aber. ich konnte zum Glück die Barrett für mich sichern. Das sind eine der Waffen, die man finden kann, also die auf der Map rumliegen, die manchmal spawnen. Ich weiß nicht genau, wie das mit den Spawns aussieht, wann die spawnen und so. Also ich denke, das richtig schön abrollen. Sieht auch hier auf der Rein! Oh, boah, ist gestorben, Granate. Headshots, komm. Er ist nicht besonders gut, muss ich sagen. Ja. Und hier, man sieht hier, das ist die D-Flagge im Conquest Lounge zu gesehen. Man sieht, die sind hier oben auf dem Haus und campen. Das ist total ätzend. Das ist generell im Battlefield 4, die Hauscamper, das sind die mich am größten aufregen. Also man sieht, wir haben schon länger Battlefield 4 gespielt, also man sieht, ich bin Rang 10, er ist Rang 9. Also maximal Rang ist Rang 10 unter der Beta. Vor Rang 11 braucht man irgendwie 1 Milliarde Punkte oder so. Ernsthaft? Ja, ja, 1 Milliarde und irgendwie 660 Millionen oder sowas. Lol. Ich kann es auch schaffen, wenn ich jetzt durchdrucke, nein. Ja, und jetzt mal unser kleines Fazit über Battlefield 3 Beta. Battlefield 4, sorry. Ja, scheiße, ich will zu anfangen. Ist noch ziemlich verbuggt. Also recht viele Bugs. Echt? Ja, finde ich schon. Zum Beispiel? Weiß nicht. Aber ist recht verbuggt. Also manchmal, das Haus ist auch schon mal nicht zusammengestürzt, das ist noch zusammengestürzt aus. Den Bug hatte ich schon. Oder diese Teleport-Glitches wegen vom Internet. Oh ja, ja, das stimmt. Ist auch immer nett. Oh, dass der Ping auf einmal auf, was weiß ich, wie viel ging. Auf 3-400. Auch nicht allzu toll, muss ich sagen. Da oben sitzt jetzt ein Kack-Sniper. Ah, hab ihn. Und, ja, was mich bis jetzt... Ja, ich bin gespannt auf das Endspiel. Also ich werde es mal wahrscheinlich holen, auch wenn ich überhaupt kein Fan bin. Für wie viel die das Spiel verkaufen. Ach, meine schöne Achterstreak. Ich meine, mit Premium zahlt es einfach 140 Euro. EA, oder da ist halt. Jo. Was erwartet man da schon? Auf jeden Fall, was mich auch ein bisschen ankotzt, ja, ist die Zerstörung. Dieses, was sie so groß angekündigt haben, der Blution, ja, ist zwar nett, dass man das Haus zerstören kann, aber ist halt auch irgendwie teilweise gescriptet, wenn man so sagen will. Also, ja, das Haus, diese Panzersperre bei der Brücke. Und was noch? Was noch? Ach, okay. Nee, was ist noch? Ja, das Ding ist da was, das Stück Straße, das du einbrechen kannst. Was noch? Da hinten bei B kannst du noch so ein Stück Straße einbrechen. Oder diese Rollläden hier. Ja, genau, das auch. Ansonsten ist eigentlich nichts mit Levolution. Ja, also nichts mit Zerstörung wollen. Also. Man kann hier zwar ein bisschen hier diese Wände hier kann man zerschießen, hier die Läden. Aber ich meine so wie im Back Company, wo du ganze Häuser einreißt, habe ich wieder so nichts gesehen. Also ich bin gespannt auf das Endspiel und ich hoffe, es wird nicht so von der Zerstörung her so kacke wie bei Battlefield 3. Weil da gab's ja auch, da gab es gerade mal noch die Fassade einreißen, ja, aber auch nicht. Fuck, ich hab kaum mein Leben. Und schon. Was ich dafür cool finde, ist, wie man die Waffen polieren kann und die ganzen Tarnungen, das finde ich cool. Und die Fahrzeuge, Jets. Ja, das ist auch cool. Die ganzen Tarnungen kann man auch für die Fahrzeuge finden. Das sieht so ein Patch-Up noch richtig geil aus. Ach, fuck. Ich kann hier nicht weg, also nicht am Campen, aber so. Aber ich werde von überall beschossen jetzt. Stellungswechsel. Seht ihr auch die Schrotflinte? Also ich benutze gerade Schrot, nicht Slug. Slug habe ich auch schon freigeschaltet, aber es
Weiß nicht, lief nicht wirklich gut mit Slap. Muss ich mal so sagen. Und das ist heute eigentlich eines der meisten Spieler von dem und ganz kurz vorne gemacht. Und ich spiele eigentlich Peer Nomination, wie ich ihn mit der Schrot finde. Das ist zwar ein bisschen noobig, aber. Ich meine, man. Die ist nicht ich was, hab, ein, ich hab seinen. Weil ich weiß auch wieder genau drauf und irgendwie gar nicht mal gekriegt oder so. Welche Waffe richtig gut ist, ist hier die AK-5C. Mit der spiele ich jetzt mal ein bisschen. Weil mit der kann man einfach alles wegsprayen. Also nicht wegsprayen, wegtap-feiern. Auf was weiß ich, wie viele Kilometer entfernt. Das stimmt. Und auf jeden Fall, eigentlich viel gibt's bei der Mitte nicht. Fahrzeuge, Transport, Heli, Attack Heli. Ja, das Boot. Das, ja, das verbuggte Boot, genau, das sind wir. Das, was immer irgendwo falsch spawnt. Da das Boot spawning total verbuggt ist. Aber ich habe schon gedacht, das soll eine paar Monate alte Beta sein. Auf ja, das habe ich auch gelesen. Natürlich PC. Bin für Konsole hier schon das neueste. Noch lebe ich. Wow, ja. Und auf jeden Fall sieht auf jeden Fall das Waffenhandling gefällt mir irgendwie. Muss ich sagen. Das gefällt mir. Wie, aha, wie Wallhack. Das ja. Und keiner von oben. Und jetzt schau mal wieder unseren Ping an. Der geht wieder auf 120 hoch. Ja, das ist so ätzend. Ich weiß nicht, woran es liegt. Alter, dieser Spawner. Ja. Erstmal revived und selber gestorben. Ich würde sagen, was mich aber am meisten aufregt, sind die Sniper. Also, die haben mich irgendwie am meisten aufgeregt, wenn die hier die ganze Zeit auf ihren Kackdächern und Campen sind und für ein Jahr nicht mehr da runterkommen. Also, jetzt ja. Mit dem Apache hoch und killst die, das ist so ätzend von einem Sniper hier überlegen. Den Herrn, der mich überlebt hat. Komm, ich will hier dann. Jetzt. Was mir auch schon passiert ist, man kennt ja den guten alten Bild 3 Bug, wo man auch mal gegen eine Wand fliegt. Hallo? Und das gut ist, und dann schon ja. Pech. Hatte ich auch schon öfters. Aber das ist ganz schön viel los, muss ich sagen, für Domination. Jo, ja, sind ja 32 Spieler. Nee, ich, mehr, oder? Nee, 32. Dann sieht ihr mit der Waffe, ich mach Hitmark auf die Distanz und dann werde ich von oben von dem Scheißkämpfer blicken. Das ist das, was mich an der Domination Map hier ankackt. Die ganzen Campers. Und Arbeit angenommen. Hallo, wieder beleben? Nee, geht nicht. Jo, ah, haben sie angenommen. Man sieht die Waffe ja, die geht richtig ab hier, wenn ich gerade wegnatze. Was ich auch richtig stark finde, ist die HI-Granate, also die Tube vom Medic. Ja, die ist die. Die habe ich vorhin einmal gesehen, die habe ich gesehen bei meinen, da hat die irgendwie auch jemand in Deckung geschossen. Die hat drei von diesen Steinmauern, die da stehen, zerfetzt und den hinten gleich gekillt. Boah, das ist durch. Alter, das sind ganz schön viele. Ja, das Dumme ist, wir kommen hier nicht mehr weg, weil die alle noch am Campen sind auf ihren Kackdächern. Wo ist er? Ja, da schießt. Hä? Ah, das ist da oben. Da. Wo ist sonst? Wow. Ja. Random Grenade in meiner Fresse. Oh, von Netplayer, da habe ich auch schon drauf gespielt. Dann kam es mir so, als wäre ich gekickt worden, weil ich mir dann auch mal desconnected. So, wir haben Killclaw. Wieder mit dem Controller. Einnehmen, nehmen wir ein. Komm, das kann uns keinen Vorteil beschaffen, den Sponsor. Einfach im Kreis rennen. Die kriegen uns nicht. Nein, Sniper. Okay, war. Ja, one hit. Ich kann nicht viel über ihm. Ja, das ist irgendwie. Kacke. Nee, kann ich nicht. Ja, gut. Hat also schlimm. Auf jeden Fall den Sniper da oben, den hol ich jetzt mal weg. So auf meine Art und Weise. Friss RPG.
bin eigentlich kaum mit ACOG, von daher, das Aim ist nicht so extrem gut. Ja. Vor allem hier machst du es ja eh kaum, oder? Ja. So gute keine Kills. Oh, da unten sind sie, oder? Aber, sieht wenigstens mal, wie die hier mal aussieht. Weil genau, ich hab den nämlich noch nicht, weil ich mit der Sniper einfach nur verkacke. Ja, ist klar. So. Und das auch anpackt, sind die Fahrstühle. Du kommst hoch, stehen eigentlich 5 Leute und warten geiern einfach nur auf dich. Bist du. Manchmal stehen die sogar mit RPGs da und geiern einfach nur auf die Kills. Oder C4. Ja, oder C4. Wow, oder so ein RPG. Kann ich gleich mal zeigen hier? Ne, ich hab kein C4. Nein. Ja. Achtung, war schon. Bin tot. Hä? Oder wie du musst sagen. Okay. Was kann er da? Das kann ich auch mal hier ein bisschen auf dem Dach ziehen, weil das ist ja. Jemand sieht vom Dach oben einmal alles weg. Der muss ja noch ein bisschen tot. Oh, und ich hab ihn gar noch gesehen. Dann die Ecke wieder mal. Ah, ist auch tot. Ja. Das läuft noch nicht. Ja, läuft nicht schlecht, dass das so eine der ersten Runden heute ist. Bis auf das, dass wir gerade jede Folge verlieren, wahrscheinlich nicht verlieren wird, aber was soll's. Auf jeden Fall, die Woche werden von mir auch wieder mehr Videos kommen, Let's Plays und alles Mögliche. Letzte Woche kam eben nichts, weil wir Fern hatten. Und dann wird halt gezockt und nicht hochgeladen. Genau. So ist es nun mal. Wenn man eine Kackleitung hat. Oh, diese Sniper, ne, die kotzen so an. Aber treffen kannst du in irgendeinen nicht. Close Quarters. Bei mir schon. Oder mir. Close Range. Oh, außer Panic No Scope. Ja, das treffen sie bei mir immer. Was kann ich sonst noch sagen, was mit einer Waffe? Die Scar Age, die haben vielleicht auch noch nicht alle. Ich werde dir mal ein paar Waffen zeigen, mal ein paar Waffen spielen. Die PP 2000 habe ich noch nicht, weil ich mit die Waffe, die erste, die man hat, da. Alter! Und der klaut mir alle Kills. Ja. 2 Kills habe ich noch. Das sind alle gegen meinen Fahrstuhl. Ja. Alter. Was? Auf jeden Fall, ist er gegen. Kann ich das nur sagen, ist richtig oft, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall hat die nur 20 Schuss, die SKH. Ah. Wie in Vorgänge. Was ich auch ein bisschen angehabt, voll viele Modelle habe die von Battlefield 3. Also hier die SKH, oder SKH und SKH. Ja, weiß ich. Haben die. Wow, ah ne, sonst was. C4, tot. Ich hab was ins Handy. Haben die auch irgendwie nur von Battlefield 3 irgendwie reingemacht, das ist so. Was meinst du? Ja, die Modelle. Oder auch, die von den Sound von den LEDs und sowas. Genau gleich haben wir in Battlefield 3. Ja. Und man sieht, die Sky Age geht schon richtig ab, die macht richtig viel Damage, meinte ich. Aber zu wenig Munition. Nach meinem Glück. Ja, ich Munition, mir schießt damit Pistole. Komm, jetzt hier mal. Need Ammo. Ne, hier, oben. Komm, der Munition. Ja. Jetzt brauche ich auch keine Munition mehr, jetzt bin ich tot. Ja, wieder im Leben. Nice, nice, nice. Da hinten kommt ein Sniper, dahin hole ich mir jetzt und klaue mir seine Waffe. Man sieht hier die professionellen Pro-Gamer-Snipern hier. Wow! Und ich sterbe. Ja. Also, das wäre gerade live aufgenommen. Und da nicht gerade die Überscores. Ja. Überscore-Gameplays 200-0. Nee, die kommen dann später noch, wenn das Spiel draußen ist. Genau. Ja, auf jeden Fall werden mehr Videos von uns folgen, auf jeden Fall. Also, dann auch wenn das Spiel draußen ist, werde ich mehr Gameplays wieder machen und auch ein paar andere Maps. Ja, vor allem andere Maps, weil die geht einem langsam auf. Keks. Ja, vor allem Montagen werden von mir kommen und ich denke, ich werde auch ein paar Hilfe-Videos machen, so, wo ich ein paar Tipps gebe. Vor allem das LAV. Das LAV ist eines, meiner Meinung nach, eines der stärksten Fahrzeuge im ganzen Spiel, also du kannst damit einfach alles betraten. Also ganze, ich habe schon auch einen One-One-Fight gegen einen T90 oder auch einen Panzer gewonnen. Obwohl er den First Hit hatte, also das muss ja was heißen. Vor allem mit dem... LEV ist ja vor allem gegen Infanterie. Ja, aber trotzdem, du kannst auch hier... HOV und alles, ja. Ja, ja. Richtig geil, also auf jeden Fall eines meiner Lieblingsfahrzeuge, auch das Boot, das haut richtig rein. Nee, nicht greifen. Oh, C4. Schade. Oh, C4. Schade. Die SKH hier geht auch mal richtig ab, merke ich gerade. Also, hier auf Close Quarters. Conquest fand ich nie so gut. Man sieht, ich habe auch noch nichts für die Freiheit. Oh, hier oben ist die USS 12 gespawnt. Die kann ich euch da auch gleich mal zeigen hier.
Die hat hier nämlich Splitter Geschosse und hat dann nicht gesehen, dass das Battlefield 3 okay war. Das war nicht nochmal. Ich frage mich auch, warum genau diesen Teil für Domination. Damit man schön oben campen kann. Ja, habe ich mir auch gefragt. Ich meine, okay, nee, B wäre da dieser Kampf auch schon gewesen. Ja, nee, ich fahr schon einfach deaktivieren. Ja, ja, wie wir es hier auch gemacht haben, weil man zum Beispiel. Splittergeschoss voll besser. Ja, man sieht, die geht schon. Also, ich habe auch schon mal eine 8er Speed damit, glaube ich, mit dem. Mit der, hier. Mit der Usas. Ja, und dann wird man auch ganz oft um die Ecke gekillt. Ja, oder gewonnen hittet, habe ich auch oft, dass ich gewonnen hittet werde. Und mit dem RPG voll in die Fresse. RPG voll in die Fresse kriege. Mhm. Ja, hier. Fuck you! Nee, okay, ich dachte, er hat mich gleich wieder mit einem RPG gekillt, ey. Das hätten wir sonst ja gegeben. Auf jeden Fall auch ein Tipp, mal kurz ein Kurztipp: Domination spawnt lieber in Squadmates, weil sonst spawnen die meisten gleich die Gegner drin und kaputt. Ja, das war's schon. Wir haben zwar das Spiel verloren, aber ich denke, es war nicht allzu schlecht. Was habe ich für einen Score? Mal schauen. Ich habe 42,15, das geht. Zweiter Platz. Ja. Man sieht hier, ich bin Level 10, brauchen ja ganz viele Punkte für Level 11. Ja, 1.600. Ja genau, ich hatte ja so einen Griff und einen Schwerlauf für die RFW und ganz vergessen auszurüsten. Oh cool, ich habe eine 5000, alle Kriegen sind ja nicht mehr 10.000 leider. Okay. Auf jeden Fall. Ich würde sagen, das war's, oder? Mit ja. Battlefield 4. Also halt mit diesem Video. Ja, auf jeden Fall zeige ich hier noch kurz die Awards. Hier den großen Award, den ich gekriegt habe. Kann man hier jetzt auch sharen. Dann sieht man, oh, der hat das gekriegt. Hier, was ich freigeschaltet habe für die HCR. Hier, was ich. Und die kann ich dann Bell Report sharen. Dann sehen die, oh, der hat so gut gespielt. Nein. Okay, ja. Ja, ich denke, das war's. Ja, ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal, ne? Ciao.